Meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Oh, jetzt wird's eng. Pass auf. Na, schaff ich's? Yes. Ja, meine Freunde, ich habe so zwei krasse Erkenntnisse. Das ist unfassbar. Also wirklich, erzähle ich euch gleich. Aber erstmal muss ich sagen, es ist wirklich so heiß zur Zeit in Dubai. Also ich mag eigentlich die Wärme, aber schwitzen. Wenn mein T-Shirt komplett klitschnass ist, das mag ich nicht. Aber ansonsten finde ich es eigentlich geil, aber ja, zur Zeit Schwitzen angesagt. Okay, jetzt geht's ab und dann erzähle ich euch die zwei krassesten Erkenntnisse, die ich heute wieder hatte, meine Freunde. Bis gleich. Wieder auf meinem Hassgerät, meine Freunde. Ich hatte mir vorhin Blutdruck messen lassen und Puls auch und die Dame so. Machen Sie so viel Sport oder sind Sie krank? Weil mein Ruhepuls irgendwie bei 45 oder 47 war. Ich habe nur gedacht, nein, ich mache jeden Tag Stories und muss dabei auf dem Crosstrainer sein. Deswegen ist mein Ruhepuls bei 45. Umso stärker Schlagvolumen, umso gesunder, umso weniger Sauerstoff braucht das Herz, umso länger kann es leben und so weiter und so fort. Meine Freunde, Gesundheit ist so wichtig und das mache ich hier so nebenbei. So, was sind die zwei Erkenntnisse von heute? Oh. Also wie gesagt, hatte ich einige Termine und so. Und egal jetzt eigentlich, was der Beruf ist, und das sind ja 99% aller Berufe, Termine vordiktiert zu haben, alleine dieser Punkt, da habe ich wieder gedacht, ey, ich bin so dankbar, egal wie viel man verdient. Überleg mal, auch wenn die viel verdienen, aber müssen jeden Tag von morgens bis abends da sein und können nicht frei irgendwo ihre Zeit selber planen, Termine alleine kontrollieren. Und diese vier Punkte, die ich jeden Tag sage, die sind mir nochmal so richtig bewusst geworden. Ich habe gedacht, hey, der Typ, obwohl er jetzt viel Geld verdient, der kann nicht frei sein. Kann nicht machen, was er will. Er hat einen Terminplan bis... Tschu. Also das war die erste Erkenntnis heute. Das war nochmal die krasse Dankbarkeit, die ich empfinde. Und auch die Freude, dass ich so viele von euch da raushole. Dass ihr seht, ey, ich muss keine Termine haben. Krass. So, und die zweite Sache besteht aus verschiedenen Kategorien. Und zwar wollte ich sagen, falls ihr noch nicht im Matrix-Prinzip seid und den Mindset habt, dass Geld was Schlechtes ist, wollte ich sagen, Geld ist was richtig Gutes. Weil es euren Charakter verstärkt und ihr könnt mit Geld so viel Gutes machen. Und da habe ich ein Video von The Moon von Carl gesehen, der macht so Trading und so. Und er hat gesagt, er hat gestern 110.000 Dollar gespendet für einen Kinderhilfswerk auch. Okay? Und für eine spezielle Krankheit. Und er sagt, hey, wenn ihr Geld verdient durch meinen Kanal, durch meine Tipps und so, gebt zurück. Es ist so wichtig, gebt zurück. Okay? Ihr könnt viel Geld machen, aber gebt zurück. So wichtig. Guck mal, mit Nahrungsergänzung. Ich habe viel Geld in die Firma gesteckt, damit wir überhaupt bestellen können. Aber das Erste, was ich gemacht habe, ist zu spenden ans Kinderhilfswerk und an Aufforstung, bevor ich einen Cent mir selber in die Tasche gesteckt habe. Okay, man kann mit Geld so viel helfen. Warum ist Geld böse? Wollt ihr ein Messer kaufen und jemanden umbringen oder was? Es ist so doof. Ihr werdet so verarscht mit allen da draußen. Geld ist gut. Okay, ihr könnt euch Freiheit kaufen. Ihr könnt anderen Menschen helfen. So, und dann die nächste Sache. Geht es noch logischer? Pass auf, wenn du Boxen lernen willst, wo gehst du hin? Wenn du Tischtennis spielen lernst, wo gehst du hin? Gehst du in einen Tischtennisverein oder gehst du in einen Fußballverein, um Tischtennis zu lernen? Natürlich, wenn du Fußball spielen willst, dann gehst du in einen Fußballverein. Wenn du Tischtennis spielen willst, gehst du in einen Tischtennisverein. Du gehst ja nicht in einen Kochkurs, wenn du Tischtennis spielen willst. Geht es noch logischer? Aber beim Geld verdienen. Wir denken über Geld verdienen, aber wollen nicht finanzielle Intelligenz entwickeln und besser werden, damit wir viel Geld verdienen, sondern wir machen irgendwas anderes. Und Karl vom The Moon Kanal, der hat mehrere Millionen dadurch gemacht. In wenigen Jahren, dadurch, dass er sich für Geld interessiert. Gibt es was Logischeres, als wenn ich mehr Geld verdienen will, mich für Geld zu interessieren? Nein.
Und da kann man ja einfach in die Statistik gucken. 85% der Millionäre kommen nicht aus reichem Elternhaus. Das ist die Regel, dass man es selber schafft. Okay, die meisten über 40, ja, ich bin schon zu alt mit 39. Ja? Diese ganzen Ausreden sind nicht da, weil es statistisch Fakt. Und wenn man zum Beispiel sieht, 85% der Millionäre, die frei sind finanziell, haben ein Business. Und die wenigsten davon checken diese vier Punkte. Okay? Und deswegen, um da rauszukommen aus dieser Versklavung und die eigenen Kinder zu retten, muss man praktisch sich abkoppeln von diesem System. Und das klappt A, nur mit dem eigenen Business, und B, wenn man das eigene Business auch richtig aufbaut. Nicht ein Klamottengeschäft, da bist du gebunden. Und genau das machen wir im Business-Prinzip. Das ist so krass. Letzte Chance heute. Füllt nochmal das Formular aus, nur für die Teilnehmer im Matrix-Prinzip. Hi ihr Lieben, so wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt das E-Book für euch fertig. War voll crazy noch gestern Abend. Irgendwie so ein paar Sachen haben nicht so funktioniert, aber ist halt auch so spannend, wirklich mal so was Eigenes zu gestalten. Und so stolz auf so viele von euch im Business-Prinzip. Ihr habt schon alles gelernt. Schon im Shop, E-Commerce, Infoprodukte, Affiliate. Viele haben schon nur durch Affiliate, und das ist nicht mal das eigene Produkt, nur durch Affiliate schon in den ersten paar Monaten alle Kosten vom Business-Prinzip wieder drin. Und dadurch regelmäßige Einnahmen. Das ist so krass. Und ich bin so stolz darauf, gerade mit Affiliate anzufangen. Und dann später das eigene Produkt zu erstellen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Keiner, der reinkommt, hat irgendwelche Erfahrungen vorher. Es ist alles Klick für Klick. Ich bin so stolz darauf, dass ihr es wirklich umsetzt. Das ist so, so geil. Und ich verlinke gerne. Geht auf deren Seite. Auch Matcha-Tee oder egal was, auch wenn es Konkurrent zu mir ist. Ist egal. Ich denke nicht, oh nein, ich will nicht. Nein, schreibt alles ein. Kennt ihr noch die Schüler? Ich will nicht, dass du ihn einschreibst. Nein, so bin ich nicht. Habt alle Erfolg. Das ist ja mein Ziel. Freunde, ich habe euch ja erzählt, ich habe mit mentalem Coaching angefangen. Da war ich 18, weil man im Profisport so Leistung abrufen muss. Und es fängt hier an. Das habe ich schon mit 18 verstanden, weil ich Rocky geguckt habe. Okay, es hat öfter Klick gemacht in meinem Kopf. Und ich habe mit 19 einen Spruch gesehen. Dieser Spruch begleitet mich immer und der ist so wichtig. Lest euch den 50 Mal am Stück durch und denkt drüber nach. Jo, meine Freunde, wieder beim Dehn. Und ich habe wieder eine Story. Oh Mann, mir fallen immer so viele Storys ein. Guck mal, damals zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Auto gesehen hätte, ne, so ein Cullinan hier, Rolls Royce, dann hätte ich vielleicht gedacht, also egal, was ich eigentlich gekauft habe, habe ich immer umgerechnet in meine Arbeitszeit. Also zum Beispiel, als ich noch im Fitnessstudio für 11,25 Euro selbstständig gearbeitet habe, auf der Fläche, hätte ich so gedacht, okay, wie viele Stunden muss ich arbeiten, um mir das Auto zu leisten? Oder das? Oder einen Urlaub? Oder, keine Ahnung, ein T-Shirt oder so. Dann beim Personal Training habe ich gedacht, okay, ich kriege, keine Ahnung, 80 Euro die Stunde, wie viel muss ich dann dafür arbeiten? Oder dafür? Oder für ein T-Shirt? Oder für einen Urlaub oder so? So, und so habe ich immer gerechnet. Also es kommt immer darauf an, wenn du jetzt zum Beispiel Kabel hast, okay, du kannst skalieren, sagen wir, du kriegst pro Kabel 5 Euro Gewinn, wie viel Kabel müsstest du verkaufen? Und potenziell, in welcher Zeit kannst du das schaffen? So, verstehst du? Also, ich habe das immer so gegengerechnet und das ist ein viel direkterer Weg, weil so habe ich verstanden, scheiße, ich komme gar nicht raus mit dem, was ich mache. Und ich muss was anderes machen. Das habe ich dann verstanden. Und es geht jetzt nicht um das Auto. Es geht um egal was kaufen. Weil ich würde jetzt zum Beispiel im Bullmarket nicht so ein Auto kaufen. Weil am Ende des Bullmarkets kann das Geld von dem Auto vielleicht verdreifacht sein. Dann könnte man 3 davon kaufen. Das heißt, diese Erkenntnis, dass man was anderes machen muss, was skalierfähig ist, mit der Verbindung der finanziellen Intelligenz, dass man das Geld richtig anlegt, wird euer Leben komplett verändern. Jetzt ganz ehrlich, heutzutage in der DeFi-Welt und so, ihr könnt, wie gesagt, ich habe gesagt, bei PancakeSwap könnt ihr es anlegen für 130%. Stell mal vor, ihr kriegt einmal durch einen Kabelverkauf oder irgendwas 200.000 Euro. Stell mal vor, ihr legt das dann für 130% im Jahr an. Dann kriegt ihr 200.000 im Jahr, das sind 20.000 im Monat. Und selbst wenn ihr es für 10% anlegt, dann habt ihr 2.000 Euro jeden Monat, wenn ihr es einmal schafft,
200.000 Euro zu erreichen. Und 200.000 Euro, das ist, wenn man Produkte verkauft, ist jetzt nichts. Also das heißt, ihr könnt frei werden. Und wenn ihr dann Einkommen habt, passives Einkommen mit der finanziellen Intelligenz, dann ist es egal, wo ihr lebt, was ihr macht, was der Chef sagt, das ist alles egal, dann seid ihr frei. Das Ziel ist passives Einkommen. Okay? So sieht's aus. Meine Freunde, Warnung wirklich. Ich habe gerade einen sehr gefährlichen Bericht gesehen. Ich verlinke den auch hier. Okay? Unbedingt aufpassen vor Aprikosenkernen. Und bloß nicht zu Vitamin B17 recherchieren. Und bloß nicht mein 10 Wege gegen Krebs-Video gucken. Ey, wie kann man sich denn Aprikosenkerne reinzimmern? Ey, die Gefahr ist der Tod, meine Freunde. Wieso macht man sowas? Und nicht die Beschreibung lesen in meinem Video. Bloß nicht. Viel zu viele Informationen drin. Was läuft eigentlich heute auf Netflix? Oh, warte. Wissen, die Umsetzung, wie baut man ja so ein Infoprodukt auf, das ganze Marketing drumherum, das hat mir alles, und das bekomme ich jetzt in dem Business-Prinzip, ich bin gerade mal in Woche